Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bitrix24-Nutzer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserer heutigen Präsentation zum Thema vom Büro zum Homeoffice, schnell und effizient. Mein Name ist Alexej Davidovich, ich bin Key Account und Partner Channel Manager beim Unternehmen Bitrix Inc., dem Hersteller der Software Bitrix24. Und wir beschäftigen uns heute mit einem wirklich aktuellen Thema. Das Homeoffice organisieren scheint heutzutage wirklich sehr aktuell, ja akut zu sein. Im ersten Teil des Webinars, denn das Webinar besteht aus zwei Teilen, beschäftigen wir uns mit der allgemeinen Situation und sprechen über die ersten vier Schritte. Das sind die folgenden: Erstellung eines allgemeinen virtuellen Arbeitsplatzes für Ihr ganzes Unternehmen, Organisieren einer effizienten Kommunikation vom Homeoffice aus, außerdem einheitliche Regeln, welche für alle Mitarbeiter auch im Homeoffice gelten sollen, sowie Online-Termine. Das sind die vier Schritte von 10, die wir heute im Rahmen des ersten Teils dieses Webinars behandeln werden. Die weiteren sechs Schritte folgen im Teil 2. Tatsächlich ist dieses Thema sehr aktuell, denn die Welt, in der wir jetzt leben, das ist eine ganz andere Welt. Und der Alltag, der heutige Alltag ist auch ein ganz anderer. Die Coronavirus-Effekte werden heute auf allen Kontinenten beobachtet. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Wir haben festgestellt, dass Dutzende Millionen Menschen in China es geschafft haben, online zu arbeiten, und sie waren effektiv. Wir beobachten gerade jetzt, dass viele Großunternehmen, nicht nur Großunternehmen, die Arbeit ins Homeoffice versetzen. Das sind nicht nur die Beispiele, die Sie auf der Folie sehen. Das sind auch Beispiele aus Deutschland. Ich nenne nur einige, beispielsweise die Redaktion des Business-Netzwerkes Xing. Viele von Ihnen kennen dieses Netzwerk und nutzen es sicherlich auch. Oder die komplette Redaktion der Zeit Online-Zeitung, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch die Schulen und Universitäten führen heutzutage den Unterricht online durch. Wir alle wissen, wir müssen in dieser Situation uns anpassen. Und eigentlich ist diese Anpassung mit einer sehr großen Herausforderung verknüpft. Diese große Herausforderung für uns bedeutet Folgendes: Entweder arbeiten wir alle vom Homeoffice aus oder wir schließen. Und wir wollen ja nicht schließen, wir wollen unsere Arbeit fortsetzen. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir das Homeoffice am besten organisieren können. Zudem kommt ja noch Folgendes: Die Zentralbanken haben bereits ihre düstere Prognose veröffentlicht, und dieser Prognose nach wird vermutet, dass die negativen Effekte des Coronavirus, dieser Covid-19-Epidemie, auch nach dem Ende der Epidemie die wichtigen nationalen Wirtschaften spürbar treffen wird. Deswegen müssten wir uns auch dieser Herausforderung stellen, und wir müssen uns überlegen, wie wir da am besten effektiv entgegenwirken können. Gerade wir bei Bitrix haben da gute Erfahrungen seit 2012 aufgebaut, denn wir haben mittlerweile Kunden in über 128 Ländern weltweit, und wir vertreiben unsere Software ausschließlich online. Wir haben ein großes Partnernetzwerk weltweit. Dazu zählen über 16.000 Partner. Auch das ist eine Zusammenarbeit, die überwiegend online funktioniert. Seit 2012 sind es fast 7 Millionen Organisationen, die Bitrix24 im Einsatz haben. Wir haben über 40 Online-Berater, und das sind die Mitarbeiter von Bitrix, die von Anfang an im Homeoffice arbeiten. Wir haben 7 Standorte in unserem Unternehmen, und die Interaktionen funktionieren perfekt. Auch das geht online. Und momentan ist das ja so, dass über 400 Bitrix-Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Und das
klappt. Die größte Herausforderung für einen Unternehmer oder für viele Unternehmer ist dabei, dass sie ja oft nicht wissen, wie sie grundsätzlich dieses Homeoffice organisieren können. Wie wird das funktionieren und ob das überhaupt funktionieren wird? Sie haben Angst, dass sie die Kontrolle über die Arbeitsprozesse komplett verlieren würden. Und überhaupt, wie kann man den Überblick über das Ganze behalten? Wir haben das Gefühl, dass viele Organisationen nicht darauf vorbereitet waren, die Arbeit ins Homeoffice zu verschieben. Anders war das bei Menschen. Die Menschen, also wir waren vorbereitet. Viele von uns benutzen jeden Tag soziale Netzwerke. Wir verstehen, wie die Cloud-Speicher funktionieren. Viele von uns oder die meisten von uns haben auch eine stabile Internetverbindung und wir nutzen Handys. Auf diesen Handys sind verschiedene Messenger installiert. Das bedeutet, die Menschen sind vorbereitet. Das Einzige, was wir benötigen, sind richtige Tools und Methoden. Und jetzt sprechen wir über diese Tools und diese Methoden, mit denen Sie ins Homeoffice schnell wechseln können. Schritt 1 heißt, wir schaffen einen einheitlichen virtuellen Arbeitsraum für das ganze Unternehmen, und zwar für alle Mitarbeiter. Hier an dieser Stelle ist es sehr wichtig anzumerken, dass Bitrix24, der kostenlose Tarif von Bitrix24 mittlerweile mit einer unbeschränkter Nutzeranzahl angeboten wird. Das gilt, solange diese Epidemie hält, dann werden wir sehen. Es ist tatsächlich sehr wichtig, einen einheitlichen Arbeitsraum, einen virtuellen Arbeitsraum für alle zu schaffen. Denn was passiert, wenn man diesen Arbeitsraum nicht hat? Jeder Mitarbeiter oder jede Abteilung hat eigene Tools. Und dann herrscht natürlich ein absoluter Chaos. Die Mitarbeiter können einander nicht kontaktieren oder die Besprechungen, zahlreiche Besprechungen laufen parallel und niemand weiß, was die andere Abteilung tut, worüber die da sprechen. Vorgesetzte haben keinen Überblick, Mitarbeiter verstehen nicht, was von denen verlangt wird. Es gibt keine Verantwortlichkeiten, beziehungsweise sind diese völlig unklar. Es ist aber ganz anders, wenn man eine einheitliche Online-Plattform für die Arbeit auch vom Homeoffice aus verwendet. Jeder hat Zugriff auf gleiche Tools, wenn das notwendig ist. Und jede vernünftige Plattform ermöglicht es natürlich, die Zugriffsrechte sehr flexibel einzustellen, so dass ihre Mitarbeiter darauf zugreifen können und sollen, womit sie wirklich arbeiten sollen. Es gibt ein einziges Informationsfeld und alle Mitarbeiter befinden sich drin und haben den Zugriff auf alle Dokumente. Alle Verantwortlichkeiten sind klar, denn die meiste Arbeit läuft auf der Ebene von Aufgaben ab. Sie können alle Kollegen in Sekundenschnelle finden, denn Sie haben ja eine Suche im Bitrix24 beispielsweise, funktioniert das perfekt. Und dann können Sie jeden Kollegen sehr schnell finden und kontaktieren. Und das Ganze endet damit, dass die Menschen sich als Teil von etwas Großem fühlen. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Gefühl, insbesondere dann, wenn von zu Hause gearbeitet wird. In Bitrix24 gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ihre Kollegen dorthin einzuladen. Das kann eine Schnellregistrierung sein, wenn Sie das tun. Das kann eine Einladung per SMS oder per eine E-Mail-Nachricht sein. Es gibt viele Optionen und Sie können als Account-Administrator immer selbst bestimmen, welche Registrierungsmethode Sie auswählen und wie Sie es ermöglichen, Ihren Kollegen sich in Bitrix24 zu registrieren. Nachdem Sie alle auf dieser Plattform gesammelt haben, sozusagen, ist es wichtig, dass jeder Mitarbeiter, jeder Kollege von Ihnen sein Profil oder Ihr Profil sorgfältig und lückenlos ausfüllt, damit wir wissen, mit wem wir zu tun haben, damit wir auch die Kollegen schnell finden können. Wenn das Profil sorgfältig ausgefüllt wird,
Finden Sie dort auch die Telefonnummer des Kollegen, auch seine Hobbys, um sich mit ihm, falls notwendig, auch einfach so zu unterhalten. Das sind so wichtige Kleinigkeiten, aber daran wird gedacht. Und in Bitrix24 haben Sie die notwendigen Tools dazu. In der Unternehmensstruktur wird die ganze Hierarchie in Ihrem Unternehmen abgebildet. Dort sehen Sie nicht nur die einzelnen Personen, sprich Kollegen, dort sehen Sie auch alle Abteilungen mit Vorgesetzten. Nach diesem ersten Schritt kommt Schritt 2 und das ist die effiziente Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern. Denn jetzt wissen wir, okay, wir sind alle da auf dieser Plattform, wir nutzen jetzt Bitrix24, was jetzt? Es gibt verschiedene Kommunikationsprobleme unter Mitarbeitern im Homeoffice und hier sind nur wenige von diesen Problemen aufgelistet. Sie wissen oft nicht, ob die Kollegen ihre Nachricht erhalten haben. Sie können das nicht verstehen. Und das ist oft schwierig, Motivation im Homeoffice zu behalten. Die Nachrichten und das Feedback, die werden oft zu spät kommen. Und die Mitarbeiter kennen nicht alle Besonderheiten der Arbeitsprozesse. Wenn Sie Probleme haben, irgendwelche Schwierigkeiten, dann wissen Sie gar nicht, an wen Sie sich wenden sollen. Auch das ist mit Bitrix24 ganz anders, denn dort haben wir zunächst einmal den Activity Stream, den einheitlichen Newsfeed mit allen aktuellen Ereignissen im Unternehmen. Das heißt, es geht nichts verloren von Informationen, von wichtigen Ankündigungen. Die Mitarbeiter werden bestens informiert. Dann gibt es Likes und Kommentare, die sieht man sofort, nachdem man seine eigene Nachricht veröffentlicht hat. So können Sie verstehen, dass die Kollegen Ihre Nachricht schon gesehen haben, schon gelesen haben, sogar darauf reagiert haben. Sie können verschiedene Umfragen im Activity Stream initiieren und mit Hilfe von diesen Umfragen Meinungen sammeln, um letztendlich eine richtige Entscheidung treffen zu können. Die normalen Grußformen, die wir so aus dem Alltag kennen, diese Hallo und Tschüss und die wir so oft ignoriert haben früher im Alltag, die sind jetzt sehr wichtig. Deswegen könnte man auch alle Arbeitschats nutzen, um die Kollegen zu begrüßen, um denen auch am Abend Tschüss zu sagen. Das sind so die Kleinigkeiten, die in dieser Situation enorm wichtig werden. Für Ihre täglichen Aufgaben können Sie verschiedene Vorlagen verwenden, um so verschiedene, auch komplexe Prozesse zur Routine zu machen. Und dann gibt es noch Ankündigungen und Auszeichnungen. Diese Tools im Activity Stream mit Ankündigungen können Sie beispielsweise sicherstellen, dass alle wichtigen Informationen von allen gesehen und von allen akzeptiert werden. Mit diesen Tools können wir einfach das Beste von den sozialen Netzwerken lernen, denn dort gibt es ja verschiedene kleine Sachen wie beispielsweise diese sofortige Reaktion, der Einsatz von Smileys, um Gefühle zu zeigen. Das ist jetzt wichtig, insbesondere wenn wir vom Homeoffice aus miteinander kommunizieren, die Gesichter einander gar nicht sehen, dann sollten wir eben die anderen Tools dazu nutzen. Dann kommt Schritt 3 und das sind die einheitlichen Regeln für alle. Diese Regeln müssen festgelegt werden. Warum kann das wichtig sein? Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten jetzt alle von zu Hause aus und die Chefs haben keinen Überblick. Die erste Frage, die da entsteht, ist die Frage nach der Arbeitsdisziplin. Kann man die kontrollieren? Wenn ja, wie? Es gibt das Problem, dass verschiedene Kollegen von Ihnen diverse Chats nutzen, diverse Videoanrufe verwenden und das lenkt alles ab. Man erwartet sofortige Reaktion und dann wird man wieder abgelenkt. Die Informationen kommen über verschiedene Kanäle. Dazu gehören Chats, dazu gehören E-Mails oder wiederum die Anrufe und irgendwann wird man überflutet mit Informationen. Viele machen denselben Fehler. Sie verwenden gleiche Plattformen sowohl für die Arbeit als auch für privates Leben. Ein kleines Beispiel: WhatsApp.
Nichts gegen WhatsApp. Aber wenn Sie die Arbeit und das Private miteinander mischen, sehr schön ist das nicht. Es werden verschiedene und viele Diskussionen geführt irgendwo, aber die führen zu keinem Ergebnis. Es gibt keine Entscheidung. Sie müssen klare Prinzipien für effektive Zusammenarbeit auch im Homeoffice formulieren. Vor allem, wenn die Frage nach der Arbeitsdisziplin aktuell ist, sollten Sie Ihre Mitarbeiter dazu bewegen, Online-Uhr zu nutzen. Mit der Online-Uhr kann man den Arbeitstag fixieren, man kann den Arbeitsanfang fixieren, man kann das Arbeitsende fixieren und wiederum in Bitrix24 gibt es ein perfektes Tool dazu, das ist die Arbeitszeiterfassung. Die Arbeit sollte ausschließlich in den Arbeitschats besprochen werden und keine anderen Themen. Dafür gibt es dann wiederum WhatsApp oder Facebook oder was auch immer. Gut, dort kann man sich auch frei unterhalten. In den Arbeitschats geht es um die Arbeit. Der Online-Kalender, der ist enorm wichtig, denn Sie sollten Ihre Termine sorgfältig planen, aber Sie sollten Ihren Kalender für andere freigeben und Sie sollten den Zugriff auf die Kalender Ihrer Kollegen bekommen, damit Sie auch sehen können, wer was wann macht. Mit dem Terminplaner kann eine für alle passende Zeit auch wunderbar gefunden werden. In Bitrix24 gilt das. Die Anzahl der Videoanrufe soll wirklich limitiert werden. Und alle Entscheidungen, alles Wichtige, das alles soll ausschließlich in Aufgaben und Projekten ablaufen, am besten fixiert und aufgeschrieben. Hier noch einmal das Thema mit dem gemeinsamen Kalender. Das ist jetzt ein Muss. Und mit dem Terminplaner ist das wirklich kein Problem, eine für alle passende Zeit zu finden. Des Weiteren gibt es noch den Tool, gibt es noch das Tool Gruppenanrufe. Dieses Tool ist sehr gut geeignet für persönliche und schnelle Kommunikation. So können Sie in einen Chat verschiedene Personen einladen und dann in der Gruppe einen Videoanruf starten. Jetzt kommt der Schritt 4, wo wir über die Online-Termine sprechen. Folgende Probleme können hier gefunden werden. Es ist kompliziert, eine passende Zeit für alle zu finden. Wenn wir diese Zeit gefunden haben, machen wir schon einen Termin. Nur über den Termin kann man gern vergessen. Und dann funktionieren viele Tools auch oft nicht so, wie wir uns das wünschen. Des Weiteren gibt es keine schriftliche Agenda für den Termin. Das heißt, zunächst wissen wir nicht oder nicht genau, worüber wir sprechen wollen. Dann gibt es kein konstruktives Gespräch und dann gibt es wiederum keine Entscheidungen. Das geht aber nicht. Deswegen müssen wir unsere Online-Termine genau planen und in Bitrix24 kann man das sehr gut machen. Mit dem Terminplaner, den ich schon zweimal erwähnt habe, können alle Termine sehr genau geplant und definiert werden. Mit dem Kalender kann man schnell und einfach wiederkehrende Aufgaben verknüpfen. Des Weiteren gibt es das Tool Agenda innerhalb von Besprechungen, Online-Besprechungen. Das heißt, Sie können genau die Punkte aufschreiben, worüber Sie im Rahmen dieser Besprechung diskutieren möchten und dann anhand von Agendapunkten können auch Aufgaben abgeleitet werden. Es gibt kostenlose Videoanrufe für bis zu 10 Teilnehmer. Der Bitrix24 Kalender kann mit Google und Outlook synchronisiert werden. Und darüber hinaus gibt es noch verschiedene flexible Erinnerungsoptionen, ob 15 Minuten vor dem Termin oder gar eine Stunde vor dem Termin. Das heißt, Termine werden nicht vergessen. So in etwa sieht eine Besprechung mit Agenden, wo die Agenda aufgeschrieben wird. Sie besteht aus mehreren Punkten und dann, wie gesagt, kann das Ganze protokolliert werden und aus diesen Punkten können dann später auch einzelne konkrete Aufgaben gemacht werden. Zum Thema Aufgaben, darüber sprechen wir im Teil 2 dieses Webinars, denn im zweiten Teil sprechen wir
über die weiteren Schritte wie etwa Wissensmanagement, wenn wir alle im Homeoffice sind, über die Workflows, aber auch über die Aufgaben und schließlich über die Kundenbetreuung, die genauso wichtig ist, egal ob wir im Büro oder im Homeoffice arbeiten. Unsere Kunden müssen weiterhin betreut werden. All das sind die Themen für den Teil 2. Bis dann.